Hallo und herzlich willkommen zurück zu Orient the Blind Forest. Beim letzten Mal haben wir die Eisgegend unter uns erkundet, was wir eigentlich gar nicht tun sollten. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt dorthin, wo wir eigentlich hin sollten und schauen mal, was uns dort erwarten mag. Das macht mir keine große Hoffnung gerade. Ich hoffe, dieser Baum ist nicht im Klaren, was er mir da gerade sagt. Und schaut euch die Gegend an, wie krass. Wow! Wartet mal. Ah, danke. Oh, halt. Das ist nur eine kleine normale Pflanze. Ich dachte, das wäre irgendwie specialmäßiger. Huch! Nein, das war nicht geplant. Oh. Oh! Oh, Hilfe! Puh. Oh, der Ort macht ein sehr unbehagliches Gefühl bei mir. Oh, was bist du denn? Die verhüllte Laterne. Dieser geheimnisvolle Dunst dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Na, Leute, mir gehen Schauer und Rücken runter, wenn ich hier bin. Das ist gruselig. Unschön. Okay. Hier. Wie kommst du... Ach so, ah, da ist ein Loch quasi. Ich habe mich schon gewundert, wie diese Kugel da durch die Stacheln kommt. Weil das sah aus wie eine Wand dahinter. Fällt mir ein, wir sollten vielleicht speichern als nächstes bald wieder. Ah, der Baum hat ein Gesicht. Sort of. Sieht ein bisschen aus wie ein Imbiss. Okay, Moment. Kann ich dies gebrauchen? Hm, anscheinend nicht. Kann ich sie hier gebrauchen? Das sieht nämlich schon bei weitem... Ach nein. Besser aus. Na gut, Moment. Nee, dann besiegen wir dich mal regulär. Hm, sieht allerdings aus, als dürfte ich hier generell irgendwo anders lang. Oh nein. Oh, wie eklig das ist. Okay, wir speichern mal ganz kurz und ich schau mal, was ich skillen kann. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal das. Nein, wir nehmen das. Danke. Und hier muss ich schweben, ja? Okay, das war harmloser, als ich es angenommen habe. Okay, wo muss ich denn hin? Ich wow. Spielen wir nicht in die Stacheln. Ah. Okay. Oh, ist das ein ekelhaftes Geräusch mit Kopfhörern gewesen. Oh, und wir sind... Sind wir woanders? Es kann sein, dass sich der Wald gerade mit diesem wundervollen Geräusch verformt hat. Das ist ja wundervoll. Ah, nee, da ist gar nichts. Aber hier vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber das sieht gut aus. So, eine Fähigkeitenzelle, danke sehr. Jetzt können wir eigentlich gleich nochmal was skillen. Ich möchte da gar nicht skillen. Und ich mag auch nicht, wie sich dieser Boden unter uns so wabernd verdreht. Okay.
Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt woanders als gerade eben noch. Aber ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich glaube, ich finde das insgesamt nicht ganz so toll. Okay, gut. Ja, die Gegner sind zum Glück kein großes Problem. Oh. Azus Fackel. Hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Dann sag mir jetzt noch, wie wir da hinkommen und dann ist alles gut. Kann ich mich stippen? Nee. Oh, ich habe die Laterne kaputt gemacht dabei. Wir kommen hier also schon mal nicht runter. Oh. Ich glaube, an das Geräusch gewöhne ich mich nicht. Au, nein, da kommen wir nicht hoch. Da sind überall Stacheln. Okay. Ja, der Wald verformt sich also wundervoll. Wow, geh mal weg, Ori. Gut. Spuck. Danke. Um Gottes Willen. Moment. Das sah schon so verdächtig aus. Und ich sollte unbedingt gleich als nächstes heilen. Hier gab es sonst nichts. Ich mag das nicht für... Ach, wir haben keine Karte. Okay, wir speichern mal kurz hier in der Gegend einfach nur zum Heilen. Tja, aber wie es aussieht, gab es hier nichts. Lass mich bitte ganz kurz hier durch. Danke. Wow. Diese Gegend ist der Hammer. Wenngleich auch sehr, sehr unangenehm. Aber cool. Gut. Den hätten wir in zwei gestampft. Okay, gut. So, wenn ich jetzt der richtige Weg wäre, wer wäre ich denn da? Ach, wahrscheinlich nicht der. Ah, nein, Hilfe. So, wir haben hier auf jeden Fall überall Gegner. Das ist ja an sich schon mal nicht so schön. Ich glaube, da oben ist der richtige Weg. Das heißt, den gehe ich noch nicht. Ah, okay. Das ist allerdings leider der einzige Weg, wie es aussieht. Dann gehe ich natürlich doch hier oben lang. Muss mich jetzt hier drum rummogeln. Gut, danke, das hätten wir. Ah, hier sind überall diese Dinger, das ist echt eklig. Danke. Und ich habe das dumme Gefühl, hier gibt es an sich wirklich nichts. Das ist einfach nur, um den Weg mit Gegnern nochmal schön zu füllen. Danke dafür. Danke. Oh, da war noch einer, das habe ich nicht für voll genommen. Enger Weg ist eng. Aber nicht zu eng. Lieber sicher gehen. Oh, ein Stammbaum. Tatsu entkommt immer die Berge. Hoch in den Teuerpass als Fackel Bruders Opfer Nebel und verlief sich. Oh nein! Wir holen dich zurück! Du hast das Klettern erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du R1 drücken und halten, wenn du an einer Wand bist. So kannst du dann an ihrer Oberfläche entlanglaufen. Das ist unglaublich cool.
Aber leider nicht bis an die Decke. Das wäre aber vielleicht doch zu viel des Guten. Oh. Das habe ich nicht so ganz für voll genommen. Aber irgendwie sind die Stacheln jetzt gerade permanent da. Na gut. Ah, wir sind wieder da. Okay. Ich wollte mich eigentlich gerade noch an ihm festhalten. Dann ist es schon schief gegangen. Da scheint überall nichts ganz zu sein. Das brauche ich vielleicht noch. Vielleicht aber auch nicht. Oh, warte mal. Verändert ihr das jedes Mal beim Springen? Oh, ist das doof. Beim Doppelsprung auch? Nein. Ach du Schande. Okay, wow. Moment, wie muss ich denn da... Ach so. Nein, ich möchte da bitte hoch. Nein, Ori. Wow. Gut, ich muss nicht drauf springen. Man kann auch einfach abhopsen. Okay, das ist sehr, sehr eklig. Jetzt weiß ich auch, warum die Wand einmal da war und einmal nicht. Das ist super, super geil. Aber es wird mich irgendwann in den Wahnsinn treiben, glaube ich. Du bist permanent da. Oh. Ah. Oh, wie schön das gemacht ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wow. Das war hübsch. Tja, und wo ich jetzt lang muss, das kann ich hier leider nicht sagen. Ah, aber der Wald sagt es mir, wie es aussieht. Danke, Wald. Ich muss doch bestimmt hier wieder runter, oder? Oh, Moment. Das hier sieht aus, als wäre das ein neuer Weg. Ja. Oh, wow. Ich bin gleich wieder da. So, da wären wir wieder. Ich speichere jetzt an dieser Stelle und wir schauen mal, was wir... Okay, springen macht es uns lebendiger. Okay, hier können wir dann drauf. Moment, wie ist das gedacht? Also vielleicht kommen wir da nicht rüber, außer... Okay. Sehr schön. Puh. Oh Mann. Wow. Ich bin begeistert davon. Ich bin richtig, richtig begeistert von diesem Wald. Auch wenn ich echt Angst davor habe, dass ich gleich irgendwo untergehe. Brauche ich dich vielleicht? Ich glaube nicht. Stattdessen haben wir uns treffen lassen. Ganz vorsichtig wieder. Oh, wow, 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 wow. Gut. Ein bisschen schnippen. Das ist der Oberhammer. Okay, hier ist nichts. Außer so ein kleines Ding. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, wenn hier so gut wie nichts ist. Aber es war eine nette Stelle zum mal schnell erholen. Warum sollte ich das machen? Okay. Ah, ich glaube, wir sind auf sicherem Boden gelandet. Oh. Ah, das war nicht wichtig. Und das war auch nicht richtig.
Ach, ich hab's verstanden. Okay. Mhm. Ist hier unten noch was? Ich traue der Sache nicht so ganz. Wir werden es gleich rausfinden. Ah, ich darf nicht so lange Gegner in der Nähe sehen. Wie gemein. Oh Mist, das war schlecht. Ah, ich glaube, das war unser Untergang. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So. Wodurch wir wieder hier wären. Und diesmal versuchen wir es nicht zu versauen. Okay, das lief schon bei weitem besser, aber diesmal weiß ich auch, wo ich hin muss. Wie komme ich denn da ran? So schon mal nicht. Okay, gut, dann gehen wir schnell weiter. Kartensteinfragment. Yay. Quatsch, Türfragment, wie auch immer. Ach, danke fürs genaue Anschießen. Und da hat sich der Wald verformt. Bist du noch da? Ich möchte nämlich sehen, ob ich jetzt da rein kann. Ach, sieht leider nicht so aus, als ob man das könnte. Dafür sieht es jetzt hier komplett anders aus. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass es jetzt anders aussieht. Ah, lass mich in Ruhe. Ach, warum merke ich mir eigentlich nicht, dass ich mich jetzt festhalten kann? Das habe ich ganz ignoriert. Das macht nämlich einige Gegner bedeutend leichter, würde ich mal fast sagen, wenn ich nicht die ganze Zeit springen muss, sondern mich einfach an die Wand kletten kann. Die zum Beispiel. Ja, stell mich mal ganz kurz woanders hin. Danke. Bevor ich hier in Gefahren untergehe. Was ist denn hier zu machen? Ah! Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Moment. Ah! Vielleicht kann ich dich einfach ganz lange nach dort boxen. Das hat nicht funktioniert. Das hat noch weniger funktioniert, als ich es eigentlich wollte. Ah, was soll ich denn hier? Soll ich da durch? Es geht tatsächlich. Wow. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. So, dann schubsen wir. Lassen wir den mal kurz in Ruhe. Also, hoffen wir mal, dass der uns bald in Ruhe lässt, meine ich. Hatte er natürlich, aber das war jetzt etwas sehr in Ruhe gelassen. So war das gar nicht gemeint. Ich will doch nur gucken, was hier ist. Okay. So, die sind natürlich wieder da zum Hochschnippen. Wow. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Der ist in die Stacheln gesprungen. Willst du mich veralbern? Manchmal sind die Gegner hier nicht die hellsten. Ich anscheinend auch nicht. Ah gut, okay, ich hab's geschafft. So, die böse Spinne ist... Oh halt, Moment, spuck das mal bitte kurz hier nach drüben. Deswegen nämlich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier gibt es definitiv zu viele Gegner, die ich nicht mag. Alle gebündelt auf einem Haufen. Das ist doch zum... Ich glaube, das ist so ein Ding zum Stampfen. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da muss ich mich dann auf jeden Fall festhalten. Hier ist das, was zum Sammeln. Das sieht sehr optional aus, das holen wir uns mal. Danke. So, und ich würde sagen, wir speichern mal. Schnellflamme. Schneller schießen klingt gut.
Das klingt auch nicht so schlecht. Ich glaube, ich möchte das. Gut. So, und dann speichern wir nochmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir den Rest dieses unglaublich gruseligen Waldes erkunden. Und bis dahin, euer Elig. Bye.